Sys Ops und das ich Ops bin das, der Christian. Grüßt euch, der Chris von, ja, von Sys Ops TV. Und wir machen hier so eine kleine Sendung schon eine ganze Weile hier vom Internet aus. Und es wäre ja total langweilig, wenn wir nicht total die geilen Gäste hätte. Die geilen Gästen hätten. Da sind sie nämlich alle. Nämlich schau mal hier, wer da alles da ist. Der Supi, der Maverick, der Udo Hartmann, der Sebastian Hans, der Michael Kraft, der Silberserver, der Erik, der Tim Dülken, der Dirk Müller, der Tech Channel, der Frank Trevenskus, der Matthias Wunderle, der Harry Crump, der Mock. Markus, liebe Grüße an den Macher dieses geilen Intros. Den Men L, den X und so weiter. Hey, einfach nur Maxi. Thorsten Ebers, den Jens, den Thorsten, Ebers hat schon gehabt, den Thorsten Spille, das Torakel auch genannt. MTD Net, Silberserver, Root Chef aus Zeller, der M. Weidemann, der André, der Dr. Animum und der Chris, das bin ich, ja, und guckt euch an, wie es hier aussieht. Hier ist wirklich Chaos, hier ist absolut ungefähr das hier, das passiert hier gerade. Ich werde an allen Ecken und Enden irgendwie gerade boykottiert, den Isle of Service. Jetzt ist mein Kollege noch krank, der hier quasi mich vertritt normalerweise. Ganz große Freude, aber dank diesen ganzen Arbeiten der letzten 10 Jahre, der Geschichte, der ich hier gerade zu Genüge werde, ist es so, dass ich hier eigentlich nicht wirklich absaufe. Ich meine, es geht halt nicht so schnell voran, wie man es sich wünscht, aber absaufen geht definitiv mal anders, muss man mal ganz klar sagen. Genau, ich soll den All-Chat noch bei mir anmachen, wird hier gesagt. Ich hatte das eigentlich schon gehabt hier. So, dann magst du den All-Chat anmachen. Genau, den habe ich angemacht, dass wir alles sehen. Was gibt es denn so zu erzählen? Wo fange ich denn an? YouTube ist doof. Corona ist doof. Viele Dinge doof, auf jeden Fall. Ich hatte am Wochenende versucht, wir hatten letzte Sendung hier diesen Thomas Grenn-Server gezeigt und auf dem Deckel da oben drauf war hier so eine Seriennummer von dem Remote Interface, die haben wir inzwischen längst geändert und haben sogar das Mainboard nochmal hier getauscht. Liebe Grüße, Günther. Und das war zu sehen, das wollte ich rauspixeln, habe ich irgendwie hingekriegt, aber ich wollte auch vorne diese Probleme mit dem Trailer und der Kamera irgendwie mal rausschneiden. Und bei YouTube geht entweder nur das eine, das andere. Also entweder machst du deine Schnitte oder du machst deine Pixel, beides geht nicht. Ich will aber nicht in Chatten die Aufrufe verlieren, weil wir ein relativ kleiner Kanal sind. Apropos Kanal, was mir, IPMI, genau das war es gewesen, lieber X-Kutz mit Putz HD. Ist jetzt auch wurscht, wir haben es geändert, es ist eh ein neues Mainboard, weil wir dort ein Problem mit dem SATA-Controller hatten und es wurde dann gleich getauscht, das ging ruckzuck. Thorsten Eber schreibt, FreeBSD Mastery, Advanced ZFS oder ZFS, das vorherige mit den Grundlagen kommt erst nächste Woche. Ja gut, Buch schreiben werde ich keins, ich mache das halt hier so, ne? Also nicht nur irgendwie reden, sondern auch wirklich tun. Da werden wir heute mal drüber sprechen. Das Ganze ist natürlich heute gemünzt dem Workshop, der morgen kommt, auf den komme ich später nochmal zu. Also wenn ihr das morgen nochmal richtig ausgiebig haben wollt, das findet morgen zum ersten Mal statt. Tatsächlich ein Workshop nur über reines ZFS, also alles, was man da so machen kann, so viel tiefer nochmal hier unter die Haube geguckt. Das ist morgen. Ich hatte geguckt, wollte eigentlich dir vom letzten Mal die Videos raussuchen und da ist mir aufgefallen, dass das letztes Mal wegen Krankheit von mir, glaube ich, gar nicht stattgefunden hat. Wir hatten das damals, bevor da groß gebucht wurde, es war relativ kurzfristig angesagt, da war ein Lockdown gewesen, wieder rausgenommen. Also es ist ganz interessant, tatsächlich morgen zum ersten Mal stattfindet. Dann Proxmox. Ich habe am Wochenende Proxmox-Update vom Rechenzentrum gemacht und habe es tatsächlich geschafft, mir beide Server dazu zu bringen, dass die nicht mehr gebootet haben oder gebootet hätten. Kurzform, ich war selber schuld. Alle Proxmox-Server, wo wir 0815 installieren oder die wir so installieren, wie wir das tun, die haben da gar keine Probleme. Ich hatte x-mal Controller getauscht und Platten getauscht. Und was mir dann den Hals gebrochen hat, war ZEV auf der einen Kiste, das hat er mir zwar so nie gesagt, hat aber ständig gemeint, er hätte Abhängigkeiten, die er erfüllen kann. Mir konnte auch keiner sagen, welche Abhängigkeiten es waren. Als ich dann gesagt habe, Abtrimove ZEV, hat er mir komplett Proxmox VE installiert, deinstalliert. Ich hatte natürlich einen Snapshot vorher gehabt auf dem System. Also dann einfach Abinstall Proxmox minus VE und dann geht das Ding wieder. Dann geht das Ding wieder, als ob nichts gewesen wäre. Krass, ist wieder da auf jeden Fall. Willst du das Light sehen? Ich kann das mal zeigen hier. Das glaubt mir keine Sau, aber es ist halt schon gut, wenn man so Workshops gibt.
wo man sowas hier kaputt macht. Und da kannst du hier mal sehen, wie ich hier gnadenlos Ceph rausgehauen habe. Und danach wirklich hier, ja, hau Proxmox VE weg und später wieder apt-install PVE. Und das Ding funktioniert, als ob nichts gewesen wäre. Ne? Da haben wir nochmal hier ein paar Snapshots gelöscht und so weiter. Das war echt krass gewesen. Und die zweite Kiste, das war wirklich gruselig. Und das setze ich mal auf einen ZFS on Linux Bug. Kann ich auch mal zeigen. Also er hatte eine Fehlermeldung gehabt, sinngemäß, du willst Grub machen. Also was Proxmox immer tut, ist, er macht hier, erzeugt also hier das Boot-Image und packt das dann auf die EFI und auf die BIOS-Partition. In dem Fall ist das eine reine BIOS-Installation, die Kiste kann auch kein EFI. Das wäre Plan B gewesen. Und Plan B von mir war ich gewesen, von einer CD zu booten und dann einen Rescue-Boot zu machen. Das ist eine super gute Idee, solange du keine SD-Karte drin hast mit einer zweiten PVE-Installation, weil die hat er mir dann schön gebootet, der Schweinepriester. Also da habe ich mich selber ein bisschen verarscht. Auch mir passieren hier Fehler. Also was er halt im Endeffekt macht, er erzeugt dieses Boot-Image, packt das dann im Endeffekt auf die ganzen Platten. Ich mache das mal ganz kurz hier, zeige das mal ganz kurz, wie das ausschaut. Das ist der HDD, das ist der USM, dann ist er hier oben. Also in dem Fall wäre das hier mein RAID. Und hier stand sowas drin wie SCSI 1, ID, bla bla bla. Also hier stand ganz viel mit SCSI vorne. Und das ist natürlich auch die bessere Art, aber irgendwie hat er es geschafft, die IDs hier, gehen wir mal hier, was sind das jetzt für, das war SDA, B, nee, C, das hat ich verschoben, A, B, D, E, genau, ohne C. Kannst du mal gucken hier, beispielsweise grep SDA. Und da das jetzt hier diese WWN-Bezeichnung gibt und hier diese ATA-Bezeichnung, aber der Pool selber oder irgendwo hat er mal eine SCSI-Bezeichnung gehabt und die war weg. Das heißt, die symbolische Verknüpfung im gebooteten Zustand war weg. Und er hat dann quasi versucht, dann sein Grub auf diese ihm bekannten Platten zu packen, aber die gab es halt nicht. Also so hätte es aussehen sollen im Endeffekt. Schau dir hier. Das heißt, hier die beiden Kernels hat er hier noch aktiv, den alten und den neuen. Und dann haut er die hier eben auf die verschiedenen Disks hier. Das sind hier tatsächlich hier die, das ist tatsächlich Grub, was er hier schreibt, wird aber übernommen vom PVE-EFI-Boot-Tool. Und das war wirklich, wirklich gruselig. PVE, EFI Boot Tool, Status, glaube ich, war es gewesen. Also hier kann man es jetzt schön sehen, dass das hier funktioniert. Und durch ein paar Tauschorgien hat das jetzt mit der neuen Proxmox-Version nicht mehr gepasst. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann den ISO-Installer gebootet, bin dann in die Kommandozeile, habe den Pool importiert nach MNT, hab dann so drei, vier Mounts gemacht, da wird Proc, ich glaube Proc, Dev und noch irgendwo Sachen werden gemountet, dann wird ein Change-Root gemacht und dann war ich in dem Proxmox, der nicht booten konnte, wieder eingeloggt und habe dann nochmal den Boot-Sektor erneuert, diesmal neue Boot-Situation, sprich die Devices haben gepasst und hat mir den Pool wiederhergestellt. Das war schon echt eine harte Nummer gewesen, mein lieber Herr Gesangsverein. Die ganze Aktion hat 2 Stunden gedauert, konnte man schön im Matrix-Chat verfolgen, wie ich mich ausgekotzt habe und 2 Herrschaften waren dann auch noch im Chat dabei und haben mich noch ein bisschen angefeuert. Das fand ich auch sehr nett. Vielen Dank, Markus und Matthias an der Stelle. So, Kommentare. Genau, du meinst, genau, FreeBSD Mastery haben wir gehabt. Jetzt erwische ich dich mal. War ein toller Workshop. Vielen Dank nochmal. X19S. Den Workshop kann ich hier auch weiterempfehlen. Gut, ich weiß nicht, wer du bist. Thorsten schreibt, CH-Root geht immer. Siehst du, wichtiger Hinweis aus dem Torakel von Selfie. Sehr geil. Ich würde ganz gerne, wir machen es ganz kurz. Cloudisböse.de. Morgen 4 Stunden Workshop. Donnerstag 4 Stunden Workshop, 249 Euro plus Mehrwertsteuer. Da wird mal komplett hier über ZFS gesprochen. Wir gucken heute mal rein, was da so grundsätzlich geht. Und versuchen wir heute mal auch für neue Zuschauer mal so ein bisschen euch mal einzufangen, was da generell so möglich ist und was es denn damit so auf sich hat. Einfach mal so eine kurze Zusammenfassung. Ist für mich heute jetzt auch eine gute Sache. Ich konnte viel vorbereiten. Mache ich eh selten, weil es ja live ist. Es ist live und ungeschminkt. Also ich komme direkt aus dem Thema, direkt aus dem Tag mit so gewissen Themen am Arsch. Und du bist ja Student gewesen. Ach, okay, alles klar. Sehr schön. Genau.
Du bist Student oder Schüler, möchtest da morgen noch dann teilhaben? Kurzer Nachweis der Schülerschaft, Studentenschaft, 3 Plätze hätte ich noch für Schüler und Studenten. Ganz schnell Mail schicken an christian@physops.de. Genau, dann habe ich noch ein Motorrad gekauft, war super. Schlecht war, ich war da mal ganz kurz unterwegs gewesen zum Tanken und dann hat der Kollege 35 Euro Strafzettel gekriegt, weil TÜV abgelaufen hat, dachte er. Was aber war, der Versicherungsmakler von ihm hat im alten Jahr den Versicherungsschutz irgendwie gekündigt. Also falsch migriert auf jeden Fall, schlechte Migration. Und dann haben die den angezählt, jetzt musste der innerhalb von 5 Tagen das Moped abmelden. Wer durfte es machen? Ich natürlich. Also auch ganz große Freude. Spaß mit Flacken, das hat mir heute den Tag gekillt. Also vielleicht noch dazu. Positiv ist, auch wenn ich immer im Winter am Stock gehe, 17.30 Uhr in unserem neuen Büro oder neuen Loft-Studio, ich kann mal gucken, ob das gerade mal funktioniert, was ich total geil finde um die Uhrzeit oder generell auch am neuen Studio. Wir haben jetzt Sonne und nachdem ich ja noch ein paar Jahre irgendwie da sein muss, jetzt muss ich mal gucken, dass die Kamera hier, warte mal, das Stromkabel könnte ein bisschen kurz sein, nein, es haut hin. Ich zeige das mal ganz kurz hier, wie das hier ausschaut. Also wir haben es noch hell. Fantastisch. Und auch ganz neu, wir haben jetzt nicht mehr die Leiter da hinten für den Server, sondern wir haben jetzt so einen kleinen Schränkchen hingestellt. Na, das kann man hier nicht erkennen. Also es geht so langsam hier mal voran. Was ich aber ganz toll finde, na, kommst du her? Na, wo ist er? Na, wo ist er? Da ist er. Was ich ganz toll finde hier ist, hier so schaut das aus. Was ich ganz toll finde, ist, dass wir jetzt langsam mal wieder Licht draußen haben, weil ich gehe im Winter immer am Stock und gerade noch mit Hund, das ist nicht schön. Eben Winter. So, ich habe sogar heute schon überlegt, ob wir das Ganze versuchen, in sowas Ähnlichem wie Englisch zu machen, um ein paar Leute abzuholen. Auf der anderen Seite sind ZFS-Einsteiger-Themen dort auch absolut gut vertreten. Allerdings, was wir tun, gibt es im Englischen nicht. Also das müsste man uns auch mal überlegen. Jetzt habe ich noch mal versucht, irgendwie den Azubi zu kriegen. Ich wollte nämlich heute eigentlich, das ganze ZFS-Thema hier zeigen, nämlich hier auf diesem Raspberry Pi 400. Das ist dieser kleine Desktop, da haben wir hinten so einen kleinen ZFS-Pool drauf. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Das Problem ist nur, dass ich bis jetzt, der Kollege hat heute Urlaub, also hat er Schule und dementsprechend den ich bekommen habe. Deswegen werde ich jetzt einfach mal floggerlogic hergehen. Und werde mal das Netzwerkkabel nochmal auf den Thomas Grenzserver packen und werde damit nochmal versuchen zu arbeiten. Wir machen den mal an und werden euch versuchen abzuholen. Wo fange ich an? Ich versuche es jetzt mal möglichst kompakt zu machen, dass nicht zu viel ist. Die ganze Botschaft zum Thema, ich sehe gerade, das ist noch ein bisschen, das kann noch ein bisschen hier runter, das von der Regie her. Na, komm mal her, das Liebe, genau. Das ganze Thema mit den ZFS ist dem geschuldet, dass ich gesundheitlich nicht so fit war und eine Lösung gesucht habe, die mir dieses ganze Kopieren von Daten und diese ganze Backuperei irgendwie abnimmt. Also die Gefahr ist einfach zu groß, dass ich Scheiße baue und in die Haftung komme. Und egal, was die Leute an Backups gemacht haben, es hat doch nichts funktioniert am Ende des Tages. Ja? So, das heißt, wo kriegen wir jetzt ein gescheites Backup her? Und das könnte zum Beispiel hier, das ist jetzt dieser Raspberry Pi zum Beispiel, wo das Kennwort nicht weiß. Da kann ich mal ganz einfach mal den Strom mal trennen und drauf machen. Also hier kannst du jetzt sehen, auf der großen Kamera könnte man jetzt hier den Proxmox booten sehen zum Beispiel. Das geht relativ schnell. Ich erkläre gleich mal, welche Systeme das können, wofür das da ist. Das ist schon da. Und hier auf dem Raspberry Pi geht es auch relativ schnell. Was ich damit sagen will, ist, jeder, der ZFS möchte, gehört hat es, denke ich, schon mal jeder hier, also ganz neue Einsteiger wird es geben. Jeder, der ZFS möchte, soll ZFS haben. Also das ist jetzt nicht das Problem, dass man das nicht einfach haben könnte. Also was ist passiert? Kurzform, ich wurde krank, ich hatte keine Energie mehr. Gesundheit ist heute wesentlich besser, noch nicht perfekt, aber sehr, sehr gut. Und war halt irgendwie um 16 Uhr schon völlig im Arsch gewesen. Also was machst du jetzt, wenn es irgendwie ans Backup geht? Und Backup hieß halt immer, Backup hieß halt immer, irgendeine Boot-CD beibringen, eine Lizenz besorgen, irgendwas irgendwo draufspielen auf einen Speicher, den du vielleicht gerade gar nicht zur Verfügung hast. Also du müsstest eventuell irgendwas Gutes erstmal kaputt machen, bevor du was zurückspielen kannst. Irgendwas, servus Patrick, guter Mann, Patrick. Like sagt, konntest du die Netzwerkprobleme beheben? Ja, konnte ich, das war die Dose.
hier in dem konkreten Fall. Also, auf jeden Fall haben wir dann, musstest du halt, im Prinzip musstest du, wenn was geknallt hat, sprechen wir jetzt mal von so einem Backup-Exec-Band-Backup, das hätte bedeutet, du musst ein Windows installieren über das Gute, da ist ja vielleicht noch was zu retten, das musst du platt machen. Dann musst du darauf Windows installieren, dann musstest du dort die Updates machen, dann musstest du Backup-Exec laden, dann musstest du die Treiber installieren, dann musstest du irgendwie die Lizenz von dem Backup-Exec haben und weh dir, die war auf dem Exchange, der kaputt ist, ne, als Ding, ganz schlecht. Dann musstest du das Tape initialisieren, inventarisieren, dann musstest du in einen abgesicherten Modus fahren, also in einen speziellen Verzeichniswiederherstellungsmodus fahren, musstest hoffen, dass in dem Modus dann wiederum das Backup-Exec funktioniert, wenn du da Domain-Accounts benutzt hast, ne? Da ging da mal gar nichts mehr. Dann hast du die Hotline angerufen, hast da erstmal 4 Stunden gewartet. Die haben dir selber erzählt, ich habe mal 4 Stunden in der Backup-Exec-Hotline gewartet, nach so einem Problem, da sind die rangegangen und da habe ich mich ganz schnell rumgedreht, bin auf dem Teppich hängen geblieben, weil der ein bisschen griffig war und habe mir eine Zerrung geholt, bin dann so voller Schmerzen und Telefon so, hat sich erledigt und habe es am nächsten Tag gemacht. Es gab Tage, wo ich in frühester Zeit morgens auf dem Tisch eingeschlafen, aufgewacht bin und dann gemerkt habe, oh, jetzt kommen die Mitarbeiter vom Kunden. Das ist zweimal passiert. Einmal ging es dann, glücklicherweise. Einmal ging es nicht. Jegliche Rückspielorgien bei Kunden, einfach, du gemerkt hast, holla, die haben nur Gigabit-Netzwerk. Die haben heute alle auch nur Gigabit-Netzwerk in den Firmen. Und die Daten werden dabei monströs größer. Das heißt, du musst irgendwie das ganze Zeug erstmal zurückspielen. Du brauchst den Platz. Du brauchst die Zeit, du brauchst die Zuverlässigkeit des Backups und du bist eigentlich immer mit einem Fuß im Gefängnis oder in der Privatinsolvenz oder irgendwas, wenn du da Scheiße baust. Gut, da bin ich ein bisschen privilegiert, GmbH, gehst du mit, bist du hin. Das hat der eine, der andere nicht. Dann bin ich kurzfristig mal auf OpenI gestoßen, das war noch ganz nett. Und die verstehen halt unter Snapshot halt so eine Situation. Ach, mein iPad ist ja auch wieder da, sehe ich gerade. Haha, könnte man ja schön malen, aber ist nicht angeschlossen. X19, wir haben eine 300K-Leitung. Okay. Wir haben, also Snapshot heißt normalerweise, wir haben hier eine Situation Datei. Ich kann das mal versuchen, hier irgendwie wieder mit Texteditor. Das ist ja, das iPad lag jetzt da drüben. Ne? Wir sind immer noch nicht ganz so 100% einsatzklar. Wir probieren es einfach mal. Also guck mal. Du hast normalerweise hier so einen Datenboost, ne? Das ist so Live-Daten. Daten. So, jetzt sagt irgendeine Snapshot, dann passiert hier so ein Cut und dann hast du hier Snapshot-Daten. Manchmal geht es auch mit 2 Snapshots-Daten. Snapshot-Daten. Snapshot-Daten. Das ist so das, wie es alle machen. So. Ist natürlich völlig offensichtlich, wenn ich jetzt hergehe und möchte wieder zurück zu dem ursprünglichen Standpunkt, dann mache ich hier diesen da und dann ist das wieder gut. Wenn ich allerdings jetzt hergehen möchte und möchte diese Live-Daten, also ich bin ja hier im Endeffekt live, dann muss er erstmal die Daten hier rein konsolidieren, dann muss er die Daten hier rein konsolidieren und dann muss er die Daten hier rein konsolidieren und ja, damit kannst du dir zum einen mal den kompletten Betrieb lahmlegen und jeder, der VMware kennt, weiß, dass da auch mal sehr, sehr gerne die Anzeige falsch ist, wie lange sowas dauert und dass da mal schön die Platte vollläuft und dass dann mal der ganze Laden im Arsch so nichts mehr geht. Amen. Das ist gesundheitsschädigend, das ist krebserregend, das ist nicht akzeptabel. So. Dann haben wir... bin ich in den Zaubertopf gefallen. Ich habe Leute kennengelernt aus diversen Ecken, von Freenas Übersetzung, von Oracle, von Sansolaris, von der Telekom, von Strato High Drive, von NetApp und so weiter. Und die fanden es irgendwie schön, mir für SysOps TV mal ein bisschen zu helfen, mir das mal zu erklären. Und da bin ich dann da reingekommen und habe halt seitdem dieses ganze Zeug ausgebaut. Was ist ZFS und wie kommen wir zu ZFS? Vielleicht erstmal ganz kurz, wie kommen wir zu ZFS? Weil jeder hat es ja schon erklärt irgendwo. Du hast also hier verschiedene Produkte. Du hättest hier im Angebot Proxmox,
als Virtualisierer kombiniert mit ZFS. Das gibt es noch nicht so lange in der Kombination, erst wenige Jahre. Da sind wir Partner, wir zahlen unsere Lizenzen selber. Nur mal am Rande. Dann gibt es hier TrueNAS, früher FreeNAS. Das ist im Endeffekt, also hier sprechen wir von Debian mit ZFS, hier sprechen wir von FreeBSD plus ZFS. Das ist die GUI-Fraktion. Damit stehe ich so ein bisschen, ja, damit stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich habe mal wieder hier 350.000 Snapshots, weil die blöde Snapshot-Engine wieder Müll gebaut hat. Ist ein geiles Produkt, gar keine Frage. Gibt es jetzt auch eine Debian-Variante mittlerweile. Oder guckst du einfach mal hier unser Raspberry NAS. Genau das, was ihr gerade eben hier gesehen hattet, hier der kleine Raspberry Pi. Ne? Entweder die Platinen-Version oder hier diese Pi 400-Version, wo du gleich eine schicke Tastatur hast, aber kein Passwort. Wenn der Philipp mal irgendwie auftauchen würde, aber der ist verschollen. Der ist verschollen, ist blöd gelaufen. Na gut, müssen wir mitleben. Ohne Passwort geht jetzt halt nichts. Haben wir ja schon gezeigt, mehrfach hier. Ich mache hier was zum Zeigen. Das wären mal so die drei populären Systeme, ganz schön arrogant, wenn man eigens nass, das wären so die drei populären Systeme, wie du an ZFS kommst. Das kannst du das auch selber kompilieren unter Ubuntu, unter Debian, was auch immer. Das ist, wie du ZFS bekommst. Und was man wissen muss, ist, dass ZFS im Kernel läuft, also es ist kein User-Space-Treiber, sondern es läuft im Kernel. Das heißt, ZFS funktioniert nicht. Ja, Start 1, 2, 3 Ausrufezeichen habe ich tatsächlich auch schon probiert. Du wirst lachen, weil er irgendwie ein Sonderzeichen gebraucht hatte. Kannst du mal probieren, aber warte mal, jetzt hängt der wieder, da muss das mal die Karte aufwachen. Die ist ein bisschen lahmarschig bei der Kiste. Ja, jetzt muss das mal aufwachen. Jetzt kommt er. So, es ist auf jeden Fall root, weil es halt ein Debian ist und wir haben wieder so typisches Standard-Kennwort. Wir gucken ja immer, dass das mit den Umlauten. Du wirst lachen, ich hätte echt gedacht, das wäre Start 1, 2, 3 Ausrufezeichen. Ist es aber leider nicht. Ist ja egal. Also ZFS kommt im Kernel. Das heißt, alles, was ZFS tut, läuft, solange das Betriebssystem läuft. Da kommen noch die Kommentare mit der englischen Tastatur. Das ist uns bewusst. Wenn du mit dir mal das Raspberry-Projekt anguckst, wie das in der Ubuntu-Version ist, dann ist das komplett, nee, es ist root bei Debian. Das Raspberry-Projekt unter Ubuntu ist komplett so ausgelegt, dass es ohne Sonderzeichen bei der Einrichtung, ohne Umlaute, ohne irgendeinen Schwachsinn funktioniert. Das ist genau der Witz. Also kannst quasi ohne, fast mit jeder Tastatur kannst du das installieren, da habe ich mir wirklich Wert drauf gelegt. Deswegen ist die Debian-Version, die Version 2, wow, die Version 2 quasi noch nicht da. Also, ZFS passiert im Kernel. Läuft dein Betriebssystem, läuft ZFS. Das läuft auf der untersten Ebene, das ist bockenstabil. Ich mache das jetzt schon locker 12 Jahre und habe noch nie wirkliche Probleme gehabt. Nie. Nicht einmal Probleme in irgendeiner Form, dass da Daten verloren gegangen wären, dass da irgendwas inkonsistent gewesen wäre, irgendwas abgekackt wäre. Und wenn es Hardware-Probleme gab, dann war das relativ leicht zu finden darüber. Deswegen würde ich ganz gerne mal zeigen, was da geht. Und jetzt nehmen wir halt schlicht und ergreifend mal die Kiste, da die 51. Nehmen wir jetzt nochmal die Thomas-Krenn-Kiste vor. Die haben wir hier, genau, das ist die neue Version. Die wollen wir jetzt irgendwie die Woche mal in Betrieb nehmen. Ich mache mal schön groß für Blinde. Und da fährt Proxmox hoch. So, gucken wir mal nach dem Kernel. Wir sprechen hier von dem Kernel 5.13. Das ist schon relativ aktuell. Und dieser PVE-Kernel hat zwei Dinge im Kernel. Nämlich einmal hat er ZFS mit drin und zum Zweiten natürlich auch sowas wie KVM-Virtualisierer. Das heißt, das passiert alles im Kernel. Was auch zur Folge hatte, als ich den Proxmox, das beste Beispiel, ich habe ja Proxmox deinstalliert, habe ich gesagt, am Samstag, und da war Proxmox weg, kein Proxmox. Und trotzdem lief ZFS und trotzdem liefen die virtuellen Maschinen weiter. Ich konnte es halt nur nicht mehr steuern oder überwachen. Sie liefen weiter. ZFS lief im Kernel, Proxmox lief im Kernel. Das ist, ja, wenn du anderes Zeug kennst, das ist, boah, mind-blowing Bullshit. Ja, das ist richtig, richtig cool. Hast du schon gemacht, so, boah. Gut. Ich hoffe, ich habe dem, die gute Fritz Cola Zero, Tobias Liese, ja, Cola Light ist halt generell ungesund
Und vom Magen her vertragst du den besten, dann musst du auch nicht die ganze Zeit husten und so weiter vom Reflux. Das ist schon gutes Zeug, ich mag's. So. Also du kannst im Prinzip erstmal, das läuft erstmal alles. Also das ist auch das, was Proxmox im Prinzip erstmal macht. Die packen sind Kernel. ZFS sorgt für den Raid, da reden wir jetzt gleich mal drüber. Und ja, und das war's eigentlich schon. Und den Rest kommt eigentlich, also Z-Pool ist quasi das, was der hier tut. Jetzt mache ich mal den Raspi mal aus, nachdem wir eh kein Kennwort haben, oder hat der Philipp sich mittlerweile mal. Nee. So, also wir mal folgendes mal zum Spaß, dass man sich das mal ungefähr vorstellen kann. Ich nehme jetzt mal hier von dieser Musterinstallation, ne, hier mal die beiden USB-Sticks ab und schau doch jetzt mal ganz kurz, ob ich die nicht irgendwie hier USB-technisch auf den Server kriege. Können wir mal so gucken, wie sowas ausschaut. dmessage-follow, wie das W, minus W, ne, zeigt das Ganze an. Wenn du dann noch ein großes T hinmachst, dann hast du auch noch hier die richtigen Timestamps noch dazu, also die richtige Uhrzeit. So, ich habe jetzt einfach mal ganz naiv die beiden Sticks da drauf gemacht. Und wir schauen uns mal ganz kurz, Z-Pool ist der Befehl, mit dem im Kernel quasi der ganze Kram gesteuert wird, was die Hardware angeht. Gibt es hier verschiedene Parameter. Z-Pool List zeigt mir, was es gibt. Also hier gibt es einen R-Pool. Er hat eine gewisse Größe, allocated, ja, mal gucken, was das bedeutet. Noch keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, wir schauen. Z-Pool Status zeigt mir, wie es diesem R-Pool geht. So. Heißt, der ist da, der wurde auch mal resilvert, das heißt, da war mal eine Platte kurz weg, das lag an der Demo von mir. Der besteht aus zwei Platten, Mirror, von 0 an gezählt, ATA, also die beiden Partitionen dieser Platten haben die ZFS-Daten. Da ist es drauf. Also wenn du hier mal so guckst im Rechenzentrum bei uns, da hast du dann hier so ein bisschen größere Platten, hast du hier mal so, hier das ist ein RAID 10 ne, zum Beispiel. Da hast du hier ein Mirror HDD heißt der. Erster Mirror die beiden Platten, zweiter Mirror die beiden Platten. So, ich weiß, dass da neue Features da sind, habe ich schon gesehen. So, das hier wäre so ein RAID 6, ja, besteht aus 4 Platten. Also zwei Platten können kaputt gehen, ohne dass da was passiert. Würde ich sogar theoretisch in der Live-Sendung drauf ankommen lassen. Z-Pool Import, was er dann in der Regel automatisch macht, je nach Linux-Distribution, findet hier, oh, das ist nett. Ach, da hat der Philipp hier zum Beispiel sich zwei Pools gebaut. Ja, man sieht es schon schön. Da sind Features nie enabled und so weiter, Compatibility Property Set. Also das könnte jetzt, wenn es richtig blöd läuft, könnte das sein, dass das von dem Raspberry sogar noch neuer ist, weil wir es ja live kompiliert haben. Wir probieren es mal. Import A, importiere alles, was du findest. Also sprich, fahr dir den Scheiß rein. Mal gucken, was sagt. Das sind jetzt halt ultra langsame USB-Sticks. Das geht normalerweise schweineschnell. Wir machen das gleich mal ordentlich. Ich weiß nicht, was die USB-Sticks taugen. Die könnten sich jetzt auch verhängnisvoll hier rächen, die Teile. Ich gucke auch schon so ganz verliebt mal, ob meine Test-SSDs da sind. Aber die sind gerade nicht da. Aber es hat funktioniert. Jetzt machen wir mal wieder Z-Pool Status. Jetzt sehen wir mal, also eine heißt hier Tank. Wo ist der Philipp? Da oben ist der Philipp. Und der ist, some support and request features are not enabled on the pool. Also der Proxmox ist neu hier tatsächlich gerade. Ist aber auch gerade egal. So, ich könnte jetzt hier Folgendes tun, Z-Pool List. Und würde jetzt hier mal sagen, du, da ist jetzt eh nichts drauf. Z-Pool Destroy. Und das ist so der Point of No Return. Philipp, mit 2p, Philipp, einmal weg und einmal den Tank gleich. So, die machen wir jetzt mal platt. Den R-Pool könnte ich wahrscheinlich nicht zerstören, weil ich von dem gerade gebootet habe. Und es ist völlig banal. Du zeigst dir die Block-Devices an. Das heißt LSBLK, das heißt, du siehst, welche Festplatten da sind. Einmal hier, SDD, SDB. Hätte man auch von den Buchstaben her sehen können, beim Draufstecken hätte er das gesagt. Dann sag ich doch einfach mal Z-Pool Create. Was das hier ist, erkläre ich gleich. Z-Pool Create USB-Pool.
cool. Aus SD, sag grad B, C und D, ne? C und D sind die beiden. C und D. Ja. Machen wir. Ich mache jetzt mal ein minus try run. Das ist das N. Und jetzt will der hier anrufen. So. Dann sagen wir hier SDC, SDD. So, da würde er mit denen erzeugen. Frage ans Publikum: Was tun wir hier? Wer weiß es? So, genau. Mir fällt gerade auch auf, dass man Raspi 100% der Karte benutzt. Ja, aber trotzdem läuft es wahrscheinlich weiter, weil der ganze Kram aus dem Kernel läuft und im Speicher ist. Micky ist auch mal live dabei. Mhm. Okay. Ich habe jetzt einen leichten Versatz zu den Zuschauern. Raid 0, der Silver Server, ne? Der hat aber schon eine Tasse. Raid 0, nein, das ist kein Mirror. Also, wir wollen Mirror haben. Sagen wir hier Mirror. SDC, SDD. Und dann würde er hier, er macht mir hier gar nichts. Wieso macht er mir hier nichts? Mirror, SDC, okay. Also er sagt, da ist schon irgendwie was drauf. Eigentlich haben wir die doch destroyed, ne? Ach, verschiedene Größen, die sind unterschiedlich groß. Gut, ist mir jetzt wurscht. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Das kann jetzt dran liegen, das kann jetzt daran liegen, dass der eine Stick 7,85 und der andere 7,88 Gigabyte wirklich hat. Und das macht, oder machte Proxmox ganz witzig. Der hat nämlich schon mal so eine kleine Service-Partition hinten dran, die du dann löschen konntest, wenn du unterschiedlich große Platten zum Replacen hattest. Fand ich ganz nett. Also, wir machen jetzt mal ernst. Ich hoffe mal, dass er das trotzdem jetzt hinkriegt. Und er zwingt das jetzt mal mit F. Und dann hoffe ich, dass der jetzt das ein bisschen, der müsste jetzt nach dem kleinsten Weg gehen. Und wir gucken mal. Z-Pool Status. Ja, dann hast du hier USB-Pool. Was hat er gemacht? Wir können ja mal ganz kurz gucken. SDC. Ah, hier, guck, hier hat er die Reserved-Partition. Das macht also ZFS selber. Das heißt, hier könntest du quasi, wenn sich die Plattengrößen unterscheiden, der Stick wird auch hier nur mit maximal 7,3 hier erzeugt. Also sind alles ziemlich Schummelnummern immer mit diesen Platzangaben. Und hier auch 7,3. Okay, also die werden vermutlich minimal nur abgewichen sein. Müssten wir jetzt nochmal die Werte gegenseitig vergleichen. Ist aber jetzt auch mal scheißegal. Also was haben wir hier im Endeffekt? Wir haben hier zwei Disks, die ist nicht bootfähig, deswegen wird hier die ganze Disk genommen und du hast hier dein ZFS drauf. Interessant ist, dass es natürlich auch eine Partition, die da drauf ist, aber er sagt dann trotzdem SDC und meint damit aber auch die erste Partition. In Kombination dessen, was hier passiert ist, können wir jetzt mal ganz schnell Dinge tun. Mal gucken, ob es passt. Z-Pool Status Tank, USB-Pool. Können jetzt hier mal das Glaubensbekenntnis sprechen miteinander. Herr erbarme dich, ich ziehe mal den Stick raus. Upsala. So, D-Message minus W. Hier knallt es jetzt. So, alles klar, Z-Pool-Status, USB-Pool. Noch hat er es nicht gemerkt. Das kann nicht mehr lange dauern, bis er hier merkt, was hier los ist. Das sieht schon nicht so geil aus hier, oder? Ja, lass mal gucken. Ja, das kann doch nicht so lange dauern. Das darf doch nicht so lange dauern. Der will mich doch verarschen hier, ha? USB-Pool. Gehen wir mal gucken. Touch-Test. Z-Pool-Status. USB-Pool. Jetzt hat er gemerkt, also der musste erstmal Daten schreiben, dass er es gemerkt hatte, dass das Ding weggeflogen ist. Und jetzt werde ich diesen USB-Stick wieder draufstecken. Okay, steckt ein USB-Stick nicht drauf. Was ist denn das? Ist das Netzwerk oder ist das USB? Ich bin so ein Blindfisch. Ich habe doch das Scheißding gerade eben rausgezogen. Okay, da ist er. So, D-Message minus W. Das ist alles live, ungeschminkt, ungeschnitten. Na, hier hast du jetzt mal die ganzen Errors hier. Mal gucken, wie er das so am Wegstecken ist. Das ist jetzt USB, das kann ein paar Sekunden dauern. Wir gucken mal. Ja, der wird schon gleich wieder kommen. Unavailable sollte eigentlich. Es kann natürlich jetzt sein, weil es USB war, dass er es übel genommen hat. Wir können auch einfach sagen, hier Z-Pool Export USB-Pool. W
Wenn es, ja, es Busy Wallet, ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Das mit USB sollte man so späßen, nicht zwingend machen. Das macht aber nichts. Ich mache jetzt hier einfach mal einen schnellen Reboot. Die Kiste bootet ja relativ schnell und erzähle mal ein bisschen weiter und mach mal Kommentare. Was ich da gerade eben gemacht habe, übrigens geht super gut mit Hotswap-Platten. Kannst du raus, rein, macht der von, kriegt der von alleine geregelt, Platte weg, rein, Resilver wieder da. Ich muss jetzt hier wegen USB einen Reboot mal machen am besten. So, dann gehen wir mal gucken mit Kommentare. Genau, hat einen Stripe-Pool erstellt, richtig. Partition vorhanden, ja. Device oder Partition in den Pool? Nee, also grundsätzlich, es sind immer Partitionen. Nur wenn du das Device nimmst, hast du dann quasi ohnehin die Partition. Du musst tierisch aufpassen mit diesen Reserved-Partitionen hinten dran. Wenn du denn die Platten so tauschst, dass die sich vergrößern und das ist bootfähig, dann musst du gucken, dass du diese Partition hinten weglässt, sonst funktioniert diese Autovergrößerung nicht. Aber das ist jetzt, weiß Gott nicht, das sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir sind. Nochmal Hinweis hier, das hat übrigens sehr, sehr gut geklappt mit Thomas Grenn hier mit dem Tausch von dem Mainboard. Da hatten wir ein bisschen Pech gehabt. Das war aber absolut ratzefatze und vor allem waren die abartig nett und höflich gewesen. Frage von AT3TB ist, Pools erstellen mit UUID besser? Naja, das war das, was ich anfangs erzählt habe. Ja, genau bis zu dem Punkt, wo ZFS sich verzählt. Das ist mir ja passiert. Und was du aufpassen müsstest, wenn du mit USB-Adaptern arbeitest, da passiert es mal ganz, 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 ganz schnell, dass zwei USB-Schnuffis, diese USB-Kabel auf SSD zum Beispiel, die gleiche ID melden. Also bei USB musst du höllisch aufpassen, am besten vorher mal gucken, was da wirklich steht. Aber ja, grundsätzlich ist das zu früh, das ist das, was wir erklären wollen, aber du hast natürlich völlig recht. So, mein Proxmox wieder da. Schau mal ganz kurz, USB-Pool. Jetzt kannst du hier sehen, ich meine, das Zeug ist zum Brechen langsam. Das sind die beschissensten 10 Jahre alten USB-Sticks, die wir hier finden konnten. Das heißt, er macht jetzt, also da kann man es aber mal schön sehen. Ja, also er hat jetzt 66 Kilobyte, die sich geändert haben, das war mal ein Touch wahrscheinlich gewesen. In sage und schreibe 13 Sekunden hat er die hinbekommen. Du kannst jetzt so Späße machen wie Z-Pool, Offline, USB-Pool ist der Name, ne? Und dann machen wir die SDC Offline. Na, dann ist die halt mal offline. Und wir haben es hier mit den beschissensten, langsamen Ding hier zu tun, USB-Sticks zu tun. Und was hier offline ist, kannst du auch sofort wieder online machen. Und mach das mal mit dem Hardware-Rate oder mit dem Windows-Rate. Das kannst du völlig dir abschmatzen. Ne? Also das geht ratzfatz. Also selbst wenn das jetzt ein Pool ist, wo echt was los ist, ist der innerhalb von Minuten, in der Regel eher von Sekunden, wieder völlig in Ordnung. Hier kann man es schön sehen wenigstens, weil der so wunderbar lahmarschig ist. Und dann kannst du auch wieder sofort sagen, offline SDD. Dann machst du die andere Platte offline und machst du dann halt wieder online und guckst wieder, wie es den ganzen Puff geht. Auf geht's. Es ist halt erstaunlich, wie gut das läuft. Und selbstverständlich könnte ich diesen ganzen Spaß auch jetzt wieder auf dem Raspberry hochfahren und hätte hier meine Daten. Vielleicht kommt der Philipp nochmal. Ah, okay. Da ist jetzt hier noch kein Passwort, aber zumindest will jemand hier anderes Zeug von mir. Egal. Also, so funktioniert das und dann ist das auch hier so wieder sofort online. So, Nummer 1. Hardware. Check. Nur mal so eine Idee zu kriegen. Nochmal zur Frage vom 83TB. Was du meinst, Z-Pool Export, das ist genau das, was wir morgen im Workshop machen. Ne? Wenn Fragen sind, sagen, wir machen das mal ganz genau und beantworten das alles. Und dann kannst du wieder sagen, was minus F oder minus P? Nee, minus P muss es sein. Z-Pool Import minus P, glaube ich, DevDisk by ID, das wäre halt nicht SDABC, sondern ein bisschen präziser ist der falsche Buchstabe, dann ist D, ist es D. D war es gewesen. So. Na? Und hier
würde er jetzt den Pool quasi so importieren oder bei UUID könntest du auch machen, na, da kommt er gar nicht auf die Kette. Also in der USB-Konstellation wäre das gut. Und dann sagst du jetzt einfach mal USB-Pool und hast dann das Ganze hier wieder ordentlich drin für die klarere Zuordnung. Aber wenn du mal genau guckst, im F-Disk hat jede Disk und auch jedes Volume hat seine eindeutigen Prüfsummen und eindeutigen Bezeichner, dass da nichts schief läuft. Was mir jetzt noch wichtig war, dass ihr mal seht, dass das Ding einfach erstmal nicht kaputt zu kriegen ist. Also hier haben wir quasi das Ding. So. Soviel erstmal dazu zur Engine hier. By ID schreibt er genau. Edgard hat auf dem Raspberry die Karte voll gemacht. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, jetzt haben wir Z-Pool. Wenn du mal guckst, was da bei Z-Pool geht, dann wirst du sehen, was da alles noch für Späße gibt. Create, Destroy, Hinzufügen, Removen, Label Clearen, Checkpoint, Listen, IOSTAT, Statistik. Wie geht's dir? Online, Offline, Löschmalfehler, Reopen, keine Ahnung. Ich glaube, das war, wenn was offline war, ja. Attach, spiegel eine Platte ein, wo noch keine eingespiegelt ist. Detach, machen Miro wieder weg. Replace, tausch eine Platte im Betrieb. Geht übrigens, total geil, Platte hinzufügen als dritte Platte und dann einspiegeln, solange die zweite Platte noch einigermaßen gut ist, auch ganz großartig. Splitten, importieren, resilven, scrubben, importen, exporten, upgraden, history, das volle Programm. Also es gibt hier wirklich mehr als genug Zeug und 5, 6 Befehle, davon kenne ich auch nicht, wer es glaubt. Befehl Nummer 2. Befehl ZFS ist dieser hier. Da geht noch mehr Blödsinn. Guck mal hier. Create, Destroy, Snapshot, Clone, Promote, Rename, List, Set, Get, Inherit, Upgrade. Nochmal Upgrade. User Space, Group Space, Project Space, Project. Keine Ahnung, was die Dinger machen. Weiß der Geier, was die tun? Weiß einer, was die tun? ZFS 2.0, müssen wir ganz dringend Video machen. Mounten, unmounten, sharen, unsharen, senden, receiven, allowen, unallowen, halten, unlocken und so weiter. Ist voller Programm, was du da machen kannst. Da kannst du die Sau rauslassen und solange du nicht und das Wichtigste ist hier, niemals den ZFS Destroy ausführen ohne ein Add im Namen. Das löscht nämlich das ganze Dataset oder das Z-Wall und nicht den Snapshot. Das könnt ihr euch mal für die Zukunft merken. Ganz einfach, ZFS List, dann siehst du hier, das ist meine Kiste, die wir bald in Betrieb nehmen. Da will ich ja gleich mal was dazu zeigen. Ist relativ einfach erklärt. Das hier sind die Replikationen. Das sind Linux-Container. Die werden abgebildet in Ordner. Da kann man hier so einfach reingucken. Und diese VM-Dinge hier, das sind Block-Volumes. Das sind die, die man bei LSBLK gesehen hat. Das heißt, in dem Moment, wo du hier so ein Block-Volume anlegst, dann passiert eigentlich nichts anderes, wie wenn du eine USB-Platte anschließt. Also im Endeffekt erzeugst du eine virtuelle Festplatte mit einem Z-Woll und diese virtuelle Festplatte bootest du dann in der virtuellen Maschine oder mountest sie und der Proxmox ging auch. Also du könntest jetzt hier eine Windows-Platte, also könntest du hier eine Platte erzeugen, mit Windows formatieren und da einfach mit einem Windows-Treiber reingehen. Sowas würde gehen. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber es geht. Zum Daten wiederherstellen. Macht es sehr, sehr viel Sinn. So, der Hund erwacht da drüben. Auch nicht gut jetzt. Was du jetzt halt im Endeffekt tust, in der Regel, wir haben jetzt hier oben mal, jetzt vergessen wir mal hier die Repels, da gucken wir gleich nochmal, wir machen jetzt mal ein ZFS-List, dann kommt hier diese Pipe, und dann machst du hier ein Repel, dann würde er mir nur die Repels zeigen, und grep-v-Repel zeigt mir alles ohne Repel. So, da hat man schon mal Linux-Container angelegt in der Sendung, und was jetzt hier passiert ist, ZFS Snapshot, ich mache das jetzt einfach mal mit der Hand, nehme jetzt hier dieses Ding ohne dieses führende Slash, weil es ist nicht auf jedem System so, dass dann auch das mit dem Slash hier anfängt. Bei TrueNAS zum Beispiel wäre das mit MNT Airpool Data und so weiter. Deswegen macht man das hier eindeutig, dass da eindeutig bezeichnet, das ist der Pool Airpool, das Dataset Data und das Subwall 121 Disk 0. So, dann kommt ein Add, das ist mein Snapshot-Name und da sage ich jetzt mal hier, wir sind live. So, das war schon alles gewesen. Jetzt kann ich hier schön entspannt hier reingehen. Na? So, lösche hier mal alles weg, weil so schön ist. Irgendwie macht der Hund da drüben Randale.
It's not permitted. Interessant, könnte es sein, dass es läuft. Gerade ISP-Config-PVE-Loft ist der neue, nö, passt. Könnte sein, dass der Container läuft, oder? Mal gucken. Nö, irgendwie, keine Ahnung, warum ich schon hier rein darf. Ist aber Hund, gelb, Bruder drüben. So geil. Der randaliert gerade das Kissen zusammen. Der hat Zorn. Hund, was ist los? Mach Platz. Also, wir können uns darauf einigen, dass dieser Container, wenn er da gewesen wäre, nicht mehr bootet. Und das Einzige, was du jetzt noch zu tun hast, wenn das passiert, nachdem du einen Snapshot gemacht hast, na, nicht irgendjemand anders, machst du einfach statt einem Snapshot, machst du einen Rollback. Na, und dann ist das Zeug wieder da. Und dann machst du wieder ein RM. Na. So, liebe Leute, nun ist das Zeug weg und jetzt ist es wieder da. Weg. Da. Wie in der Sesamstraße. Na, erst bin ich ganz weit weg und dann bin ich da. Das ist halt nur mit ZFS. Das ist nichts anderes. Das kannst du bis zur Vergasung machen. So. Also, fass zusammen. Wir haben hier voll gut Mirror. Zpool Status. Können wir auch mal gucken, das Ding ist noch nicht produktiv, wenn wir gerade schon so schön zusammensitzen. Können wir auch mal schauen, wie es denn hier aussieht. Ich mache jetzt mal hier von dem Thomas Grenzserver, das ist jetzt wirklich keine wilde Kiste, aber ich mache mal hier so ein Satan-Kabel ab. So, Satan Link Down. Mal gucken, was der Controller kann. Von dem Ding ist ja immer super interessant, wie das ausschaut. Link Down. Link Down, Officer! Jawohl. Weg ist er. Und Zpool Status, mal gucken, das hängt immer so ein bisschen hier unavailable. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was der Controller kann und entsprechend das, was da dran hängt. Und jetzt würde ich mal im Betrieb mal den Satan hier mal wieder draufstecken, wenn ich es treffe. Also es liegt hier so schön. Es liegt aber auch so schön hier. SATA Link Up 6 Gigabit, das kommt hin. Und dann UDMR, das finde ich so geil, UDMR 33. Die Älteren von uns wissen noch, was das ist. CD-ROM-Brenner 2X. Na? So, der ist jetzt wieder da auf jeden Fall. Zpool Status. Ja, er sagt jetzt hier unavailable, sagt er hier. Das hängt jetzt ein bisschen immer davon ab, was für ein Controller du da hast. Zpool Clear. R-Pool. Zpool Status. Ja. Nee, ist noch nicht da. Jetzt sind die Fehler weg. Unavailable, das müsste dann entweder online sein oder der andere Befehl. Zpool. Wie gesagt, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was der Controller kann. Die HBAs, die sind da relativ gut dabei. Nee. Remains in faulted state. Also der ist auf jeden Fall, der kriegt es nicht hin. Das macht aber nichts. Ich mach noch mal den Reboot, damit man es noch mal sieht. Da unterscheidet sich jetzt auch so ein billiger Server mit so einem SATA-Controller von einem SAS-Controller, an dem SATA-Platten dranhängen mit einer richtigen Backplane. Weil er hat jetzt vermutlich in dem Kernel jetzt nicht es geschafft, festzustellen, dass die Platte wieder da ist im Endeffekt. Also mal gucken hier, der müsste jetzt hier schon schön gleich hier wieder booten. Können wir es auch ein bisschen abkürzen im Zweifelsfall. Da blinkt noch irgendwas. Ja, sollte. Also das war jetzt auch gemein, was ich da gemacht habe. Ne? Das macht man auch nicht. So, dann machen wir mal hier hart aus, damit es ein bisschen schneller geht. Also das muss man mal gesehen haben auf jeden Fall, was so eine Kiste aushält. Und das soll ruhig ein bisschen belastet werden. Lass mal gucken, was die Zuschauer noch schreiben, solange, bis sie Zeit tot kriegen. Der bootet ja schön schnell. Grüezi, der Maserati. Likes schreibt, löscht der bei ZFS Destroy auch die Snapshots? Nein! Das ist ja der entscheidende Tipp. Du kannst so oft zurückrollen, einen Snapshot, wie es dir taugt. Zurückrollen, probieren. Zurückrollen, probieren. Das ist völlig anders als bei VMware und bei jeglicher anderer Snapshot-Technologie. Wie die funktionieren, erkläre ich auch nochmal gleich kurz. Also wir werden es heute nicht so episch das Ganze machen. Ach, kleines S-Wes. Also Start 1, 2, also guck hier, das ist ja auch geil, so also typisch. Ne? Guck mal, ich habe jetzt hier Limal.
Limahl habe ich hier als Hintergrundbild. Das sind toll, ja. Ich habe mir irgendwie im Anfall von Alkohol am Wochenende es irgendwie geschafft, die Sängerin, aber alle die Sängerin Sandra als Hintergrundbild zu machen, aber leider die dicke Version von heute. Da habe ich erstmal was gebraucht. Genau, IT3TB schreibt kein Hotplug. Proxmox kommt wieder. Und jetzt können wir quasi sagen, hier 51, ja, ist noch nicht da. Ah ja, genau, der importiert jetzt auch gerade noch schön den Pool, komme ich schon rein, wahrscheinlich noch nicht. Das ist jetzt halt diese blöden lahmen USB-Sticks, aber das ist schon gut so, weil das ist so echt, das ist die Hölle, es ist die Hölle, es kann nicht schlimmer sein als diese USB-Sticks, ne? So, Z-Pool-Status. Es ist interessant, also scheinbar hat Proxmox 7 mittlerweile wieder einen USB-Import-Cache, sehr interessant. Ne? Und hier hast du jetzt hier nochmal diesen Checksum-Fehler. Dann kann ich hier sagen Z-Pool clear R-Pool, damit der Fehler weg ist. Und dann könnte ich schon mal sagen Z-Pool scrub und nochmal komplett die Daten überprüfen, ob die konsistent sind. Davon können wir aber ausgehen im Moment. Und das ist halt schon ziemlich geil, weil was kann passieren? Mir kann eine Platte kaputt gehen und mir kann, wenn ich Snapshots habe, eigentlich nichts passieren. So, habe ich Snapshots? Das ist die gute Frage. Nein, natürlich habe ich von Haus aus erstmal keine Snapshots. Wie kommen die dahin? Apt-Install ZFS Auto Snapshot oder unter der TrueNAS-GUI gehst du einfach her und machst dir eine Regel, die das nach deinem Gusto tut. Wir benutzen hier das da, wie das im Detail geht, erkläre ich morgen im Workshop, haben wir ja schon tausendmal gezeigt. ZFS List minus T Snapshot, also zeigt mir mal nicht das ZFS Listing, sondern alle Snapshots und jetzt auch nochmal hier ohne die Replikation, die interessieren nicht. Und da wirst du sehen, dass er hier jetzt die ganze Zeit Snapshots gemacht hat schon. Das letzte Mal am 7., also heute tatsächlich. Und der hat auch schon neuere Snapshots gemacht wahrscheinlich, aber da haben wir zurückgerollt. Also das war jetzt hier mein manueller. Der wird auch von alleine nicht verschwinden. Den muss ich jetzt tatsächlich einmal hier löschen. Vorsicht, wenn du hier mit diesem Destroy-Befehl rummachst, ne? Da muss irgendwo ein Add sein. Wenn du das ohne Add machst, ohne das hier machst, ist das Dataset weg. Dann ist dieser Snapshot weg. Und wie man also hier schön sehen kann, ist hier dieses ZFS Auto-Snapshotting, was alle Viertelstunde hier Snapshots macht. Da müsst ihr eine Stunde draufzählen. Das ist nämlich ohne Sommer- und Winterzeit, damit das nicht knallt am Umstieg. Die Dinger da oben mit dem Bash Club ZFS, das ist auf Mai Mist gewachsen. Das ist manuelle Snapshots durch meine Replikation. Und das ist schon ziemlich witzig. Also wie funktioniert das im Endeffekt mit diesen Snapshots? Genau. Doch bei ZFS Destroy ohne Add löscht er auch die Snapshots. Nein, da müsstest du ein Minus R machen dazu. Also musst aufpassen auf jeden Fall. Christian Müller, hi, mal was anderes. Hab in Matrix was mit Univention 5 und Copano gelesen. Hast du neue Infos? Les. Ich bin live, Alter. Ja, Papi, ich bin nach in der Gruppe drin. Dauert. Kommt. Gibt Sachen, also du musst im Univention den Teststore aktivieren, dann kannst du schon mal probieren. Ich muss mal, können Sie mal zusammen, lass uns doch mal zusammen machen. Ruf doch mal an die Tage. Machen wir es mal zusammen. So. Was hat es damit im Endeffekt jetzt auf sich? Also, wie funktionieren die Snapshots hier? Du hast hier, sagen wir mal, einen Satz: A, B, C, D, E, F, G. Also ich erzähle euch jetzt mal, wie ich zu G komme. Von A, ich bin bei A, ich gehe nach B, ich gehe nach C, ich gehe nach D, ich gehe nach E, ich gehe nach F, ich gehe nach G. Bin ich bei G. Lösche ich alle Snapshots, bin ich euch immer noch bei G logischerweise, ne? Oder noch ein Stückchen weiter. Es spricht aber nichts dagegen, dass ich zum Beispiel, wenn, dann machen wir es mal anders denn. Wir fahren von Aschaffenburg über Damm, über Steinbach nach Johannesberg und dann nach Mümpris. Dann bin ich in Mümpris. Da willst du nicht hin. Viele sagen ja, aus was für einem Grund bist denn du da? Und die sagen dann, ah ja, aus dem Karlgrund. Okay, schlechter Witz. Regional bedingte Witze funktionieren bei Flocker Logic nur bedingt. Ich könnte ja aber auch sagen, Steinbach, da wohnt der Zengel, der ist Assi. Da wollen wir nicht hin. Dann löschen wir diesen Snapshot, Zwischenstopp. Das heißt, wenn ich diesen Weg gehe,
bin ich immer noch in Mempris und fahre halt direkt, fahre halt um Johannesberg, Steinbach rum, direkt nach Johannesberg. Ne? Über Damm musste ich trotzdem. Ich könnte natürlich auch anders da wohin fahren, das ist scheißegal. Also der Punkt ist ganz einfach der, das geht um die Stops. Du kannst natürlich die ganzen Zwischensnapshots wegmachen, kannst auch von Aschaffenburg nach Mempris fahren, dann ist die ganze Geschichte kürzer zu erzählen, du bist trotzdem in Aschaffenburg losgefahren und landest in Mempris. Und das ist im Endeffekt das, was die Snapshots machen. Du hast Snapshots A, B, C, D, E, F, G. Das wird im Endeffekt, werden hier Vektoren geschrieben. Und wenn du jetzt diese Vektoren, das habt ihr in Schule mal gelernt, wenn du irgendwie, das ist ein Vektor, ist quasi, du bist auf B1 und mit sagt C2, dann musst du im Prinzip eins nach rechts und eins nach unten. Das ist der Vektor, der mir da geht. Und das kann ich, oder beim Schach, ich kann beim Schach x mal springen, aber ich könnte ja theoretisch mit der Dame auch links rüber, das wäre ein anderer Vektor. Na, der, also um an eine gewisse Position zu kommen, müsste ich mit einem Schachspringer mehrere Vektoren gehen, um von rechts unten nach links oben zu kommen. Und da könnte die Dame, wenn frei ist, vektormäßig mit einem Vektor durchmarschieren und landet an derselben Stelle. Blödere Erklärung habe ich nicht. So. Und im Endeffekt könntest du jetzt aber sagen, ja, wir haben also hier typische Vektorkette sieht halt so aus, irgendwie monthly, 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 dann haben wir x dailies, dann haben wir noch mehr hourlies und dann hast du irgendwo hast du hier noch ein paar Frequenzen, die viertelstündlichen. Ne? Und die werden immer wieder bereinigt. Also im Endeffekt macht er dann hier einen Frequent, dann löscht er den hier raus, dann macht er neuen hourly, Entschuldigung, dann macht er neuen hourly, löscht dafür den hier wieder raus, dann macht er irgendwann mal einen neuen daily. Entschuldigung, der macht den hier natürlich hin und löscht den Daily raus. Dann macht er irgendwann mal einen neuen Monthly, löscht den Monthly raus. Dann macht er wieder einen Frequent, löscht den hier raus, macht dann wieder einen Hourly, löscht den hier raus. Ich hatte anfangs ein paar Fehler drin gehabt, ich hoffe, mein Punkt ist klar geworden. Fehlerfreie Snapshot-Berichterstattung morgen im Workshop ab 13 Uhr und der Cloud ist böse, sei dabei. So, dann haben wir hier Kommentare. Zu G und dann zum Punkt, genau, Witzbold. Genau, live erreicht man sich doch super und Copano, Dreckarsch. Und Copano-Infos sind immer die Sendung wert. Ja, Copano ist geil. Irgendwie war ich gerade auf Fade to Black mit meinem Kabel, aber geht. So, also gut. Das haben wir hier. Das ist die ganze Snapshotting-Geschichte an der Stelle. Also sprich, ZFS Auto Snapshot macht genau das, was ich gerade gezeigt habe. Deswegen hast du da oben auch keine Frequenz, ne, bei jedem Dataset. Also wenn du hier mal dir nur dieses eine Dataset anguckst, das fängt hier mit einem Daily an. Gut, die Kiste war primär auch aus gewesen, deswegen kannst du es vernachlässigen. Und dann kommen wir zur Replikation. Kommen wir zur Replikation. Also wir können ja nochmal diesen Snapshot machen. ZFS Snapshot, wir sind live. Den können wir jetzt ja nochmal machen. Das kann ich jederzeit machen. Der ist neu. Jetzt kommen wir zur Replikation. Ja, ich mach's mal lokal. Das ist relativ banal. Du nimmst dir diesen Snapshot-Namen, der besteht eben aus dem Dataset. Das hier ist organisatorisch, das ist das Dataset, das ist der Name vom Snapshot, ZFS Send. Ja, passiert nichts. Könntest du theoretisch in eine Datei schicken, die Datei auf einen Windows-USB-Stick woanders mit hinnehmen, auf ein anderes ZFS-System und mit ZFS Receive wieder einlesen, wissen auch die wenigsten. Hm, Gummibärchen. Gedacht ist aber anders, dass du nämlich hier sagst, ich schieb's jetzt mal wo völlig Schwachsinniges hin, ZFS Receive, dementsprechend Parameter nach Funktion und dann würde es mal hier direkt nach Airpool Root schicken. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Geht nur vom Prinzip her. Das heißt, im Endeffekt hast du hier einen ZFS-Befehl und hast hier einen ZFS-Befehl. Er läuft zweimal. ZFS-Befehl läuft immer zweimal. Du könntest auch theoretisch hergehen und könntest auch sagen, hier ein SSH davor, root at 168 50.100, das wäre quasi Replikation von mir zu einem anderen. Ich könnte es einfach rumdrehen, dann wäre das eine Pull-Replikation. Spannender wird es nicht. Ja, das feuere ich jetzt mal ab, der Schlüssel müssten getauscht sein. Er schickt jetzt einen Full-Stream und
schickt das Zeug rüber. Das ist auch ein bisschen, wenn ich es abbreche, das nächste Geiler, es ist im Endeffekt komplett abgebrochen auf der Gegenseite. Da gibt es auch keine Reste, die ich bereinigen müsste oder irgend so einen Scheiß. Ne? Oh, Apple, verpiss dich. Siri, Schnauze. Apple, hau ab. Apple, kein Interesse. Apple, du kannst mir. Ich werde meinen Login da nie eingeben auf der Kiste. So, Punkt. Verbose. So. Das ist so ein bisschen, da kommt ein bisschen mehr. 2 GB wären es. Ne? Das zur Frage, was die Bandbreite angeht. Wir haben es also hingekriegt. Dann könnte ich hergehen, könnte hier noch ein R machen wie Recursive. Da geht es um die Snapshot-Kette. Der würde mich jetzt nur zu diesem Snapshot bringen und der da würde mir die anderen Snapshots mitbringen. Das heißt, der würde erstmal den ältesten Snapshot schicken, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und das könnte im Zweifel mehr sein als der direkte Weg. Dafür habe ich dann auch die Kette auf dem Ziel. Wenn es jetzt aber außer Haus wäre, würde es länger dauern. Jeder will was anderes. So. Und wenn du so eine richtig geile ZFS-Drecksau bist wie ich und hast Spaß an sowas, dann hast du hier, das habe ich in der letzten Sendung gezeigt, dieses kleine Skript hier, wo nur drin steht, wo liegt das Bashclub-ZFS-Tool, wo ist die IP-Adresse, wo der Scheiß herkommt, na, wo liegt es dort, wo soll es denn hier hin? Wie gesagt, wir wollen ja Server ablösen die Tage, der soll es ja werden. Und dann mache ich hier einfach mal zack, zack. Und jetzt machen wir einfach mal, lass mich gucken, ZFS-List-T-Snapshot. Wir haben, hoppla, T-Snapshot. Wir haben den letzten Migrationsversuch, genau. Wir haben also am 4.2. vor 3 Tagen, also ziemlich genau vor 3 Tagen, alle VMs schon mal geschickt. Und ich muss jetzt nichts anderes machen. Oder kann man auch ohne Screen machen, jetzt hier mal. Einfach dieses Kontrollskript aufzurufen. Und der geht jetzt her und macht eine Kiste nach der anderen, zieht der mir jetzt rüber. Ich mache mal ein zweites Fenster auf. Also hier geht es gerade ab. Hier haben sich 13 GB geändert auf der einen Kiste. Jetzt könnte ich zielbasierend mal gucken. Minus minus source only. Rpool Repl. Das sind hier so unsere, das sind hier so unsere Tools. Das habe ich erfunden, der brillante Nils hat das hier umgesetzt. Und da kannst du jetzt schon sehen, dass hier das erste Dataset schon 31 Sekunden alt ist, die sind 3 Tage alt. Na? Kannst du nochmal machen hier? Da, guck, das zweite ist jetzt schon 46 Sekunden alt. Also wir sichern hier mal so die komplette Scheiße rüber, so einmal komplett in your face. So, das sind jetzt hier diese 13 GB. Das können wir abwarten. Das heißt, ich sag mal, in wenigen Minuten ist der komplette Kram hier fertig. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Und wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz gucke, Z-Pool-List, der USB-Pool ist noch da. Z-Pool-Export-USB-Pool. Wir machen mal zweigleisig. Dann klaue ich mir doch jetzt hier nochmal diese beiden USB-Sticks, wenn er fertig ist. Der ist noch nicht ganz fertig, die sind halt ziemlich langsam. Aber das ist wirklich, der Dreck und dem Fingernagel der IT, ne? Diese USB. Das macht einen noch USB-Sticks, das kannst du doch heute gar nicht mehr vertreten, sowas, oder? Guck mal hier, die sind auch diese Kingston-Dinger, die so den Eindruck vermitteln wollten, dass sie nicht an einem HP-Server geröstet werden. Und wenn du so, das waren so die richtigen Fehler aus meiner frühen Freenas-Zeit, hier sowas einzusetzen. Und jetzt könnte ich das hier mal auf meinen Raspberry Pi 4 hier stecken. Einmal hier und einmal hier. Ja, ich weiß.
So, da ist er wieder. Ja, so ist es, wenn man hier gerade am Umziehen ist und irgendwie alles noch blutige Kante ist. Das ist live. Wie weit habt ihr noch gehört? Wäre mal interessant. Glaube, der Punkt war gewesen, dass wir hier zum einen mal wirklich in kürzester Zeit, innerhalb von 2, 3 Minuten, ein komplettes Backup von der Firma hier haben. Ich meine, ich habe nicht so große, krasse VMs hier, aber das einmal laufen zu lassen und das Ganze geht auch außer Haus, also das wäre so die typische außer Haus-Pull-Replikation, das ist schon extrem sexy und hatte hier zwischenzeitlich ja nochmal den Raspi hochgebootet. Genau. Den Raspi hat schon hochgebootet und jetzt hoffen wir mal, dass wir da das Passwort jetzt nochmal hinkriegen und hoffe, dass das Kennwort passt. Dann, nee, warte mal, da kommt noch ein. So. Das ist auch doof. Das ist wie gesagt Testumgebung. Ich habe mir die gerade mal nur gegriffen. Und der Philipp hat mir jetzt zwar das Passwort geschickt. Schauen wir mal, wo das Passwort steht. Ach, könnte das Passwort noch simpler sein? Ich wollte ganz gerne mal zeigen, wie das mit dem Importieren geht. Aber das Passwort stimmt nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen hier. Das ist, ich hätte auch gesagt, dass es das ist. Aber wir haben die Karte doch x-mal geklont. Hey, ich verstehe es nicht. Nee, geht nicht. Geht nicht. Naja, der Punkt ist relativ banal. Ich meine, ich könnte mir einen Spaß machen, könnte die USB-Sticks da drüben anschließen, aber es ist im Endeffekt auch scheißegal. Der Punkt ist, du kannst, wenn du eine kaputte Hardware hast, jede Hardware nehmen. Gerade wenn du Passwort Schniedelwutz schreibt, der schreibt das Suppi, recht hat er. Also könntest theoretisch hergehen und könntest eine Proxmox EFI-Installation in einen uralten Generation 6-Server stecken. Und der würde dann unter Grub booten. Trunas sowieso. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du vielleicht nochmal dein Betriebssystem aktualisierst, bevor du den Pool importierst. Wenn du nur an die Daten ran willst, kannst du mit neueren ZFS-Versionen, nee, Entschuldigung, mit älteren ZFS-Versionen auch neuere importieren, allerdings dann nur read-only. Aber es geht. Das ist völlig crazy. Und macht uns einfach hier das Leben so unfassbar einfacher. Du brauchst keine großen Garantien mehr. Also lieber mal zwei Server kaufen, kleinere Server kaufen, ne, zum Beispiel so zwei Thomas Gren Server hier zum Beispiel kaufen, zwei Stück einfach, voll gut. Machst du die redundant, dann brauchst du auch kein redundantes Netzteil, weil du hast dann einfach zwei Server und die sind viel billiger. Du kriegst zwei von diesen kleinen Servern hier viel günstiger, kriegst die viel günstiger als einen großen. Und die Leistung ist teilweise besser, weil diese Gold-CPUs und Silber-CPUs viel teurer sind. Zwei einfache Server, geschickt aufgesetzt, bist du immer Herr der Lage. Und das ist das, was ZFS uns bringt im Endeffekt. Und so vieles mehr. Was wir noch tun im Endeffekt damit, wir können halt in diesen virtuellen Platten, wir können die klonen. Wir können eine neue Version booten davon. Ja, wir können, ich kann das nochmal ganz kurz nochmal abschließend zeigen. Du hast ja hier beispielsweise, ich glaube die 200 wäre das. Ja, du hast also hier beispielsweise hier diese 200er Disk. Das ist eine Windows Disk. Das ist die hier, genau. Dann sagst du hier ZFS List minus T Snapshot. Also guckst dir die Snapshot-Liste an. Na, Crap hier. Jetzt haben wir natürlich hier nur die zwei Versionen, weil ich nicht mehr wie zwei aufhebe. Ist aber auch Latte. Ich kann es auch auf dem Produktiven machen. Wir machen es mal richtig hart, also richtig hart Produktivbetrieb. Wir machen jetzt mal das hier. Produktive Kiste, QMList, hier Windows-Mühle 200. Ich denke mal, der Patrick guckt gerade zu, der ist gerade nicht drauf. Und hier sagen wir jetzt QM-Stop 200. Wir fahren die 200er VM runter. ZFS-List minus T-Snapshot. Übrigens auch, kann man auch machen, auch ganz nett,
einzelne Werte abfragen. Jeder Snapshot, jedes Dataset hat Parameter mit den getAll oder grepwritten, kann man zum Beispiel sich hier die raussuchen. Da kann man mal sehen, das ist so ein Windows im Leerlauf. Ne? Das macht hier so eine Viertelstunde, 20 MB, 70 MB, so am Tag, macht das ein Gigabyte Veränderung, hier auch mal 6 GB, je nachdem, was da passiert ist an dem Tag. Das sind auch die Werte, im Endeffekt, die man nach draußen replizieren würde. Also hier so im Schnitt zwischen 1 und 2 GB am Tag. Jetzt will ich Daten haben von diesem Tag her. Dann sage ich hier ZFS Clone, zack, Snapshot, lösch, mach dann ein zweites Feld, kopiere nochmal rein, lösche das bis zur Disk 0 weg, sage Disk 9, ZFS List, so die 200, Disk 9, na, ist genauso groß wie das Original, hat allerdings nur 8K belegt, wunderbar. Was kann ich damit jetzt tun? Ich könnte jetzt einfach hergehen, kann sagen QM Stop 200, das habe ich glaube schon gemacht, etc, pve, QEMU Server, 200.conf und könnte jetzt einfach hier in meiner Konfigurationsdatei statt der Disk 0 die Disk 9 booten oder mir eine neue VM anlegen, die zweimal booten. Lass uns das doch tun. QM Start 200. So, dann sagen wir, okay, kopierst du mal hier die, kopierst du doch mal hier diese Datei nach etc, pve, QEMU Server 9200.conf. Dann habe ich die hier doppelt drin. Dann editiere ich diese Datei, die ich da angelegt habe. Es ist so einfach, wie ich das hier zeige. Gehe hier nach unten. So, die zweite Disk, die war nur zum Testen, die nehme ich raus. So, hier nehme ich jetzt mal eine Disk 9. Und damit hier nichts schief läuft, nehme ich hier mal eine andere MAC-Adresse. Na? QM Start 9200. Was mir jetzt nur gerade auffällt, ist, dass die beide die gleiche IP-Adresse haben. Das ist ja nicht so doll, aber ist mir jetzt auch eigentlich egal hier für die Live-Sendung. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. So, das heißt, ich mache mir jetzt gerade mal hier die 9200, die ich mir gerade eben angelegt habe, mache ich mir gerade mal hier die Netzwerkkarte aus, damit es da keine Probleme gibt. Nur, dass man es mal gesehen hat. Die ist jetzt auch schon da. So, Applaus. Der Chat schreibt, Chat geht es auch immer rund. So. Passwort zu kurz? Nee. Kauf dir noch einen dritten, da kannst du ZEF betreiben. Ja, ist irgendwie nicht mein Ding. Also brauche ich nicht. Bin nur mit 10 Gig. Genau, 10 Gig kriegt man doch meist nicht mal 1 Gigabyte durch. Da hat er recht. Manchmal auch nur 10 Megabit, das ist wohl wahr. Besser spät als nie. Hallo Kollegen. Grüß dich, lieber Markus Hess. Bekannterweise. So, also, wir haben jetzt hier die VM mal hochgefahren und das kannst du natürlich machen. Du kannst mit jedem Replikat natürlich auch das Ding hochfahren. Überhaupt kein Problem. Das heißt also auch, ich kann das hier wieder löschen und kann hier auch diese VM wieder löschen. Dann müsste der eigentlich auch mir schön ordentlich auch das Dataset weghauen, was natürlich nur ein Klon ist. 9200. Und das ist halt schon ziemlich geil, wenn du hier die ganze Zeit, so Schweinekram machst und so überhaupt maximal keinen Stress hast, weil du könntest jetzt natürlich auch hergehen, um mal das Ganze irgendwie nochmal absurd umzutreiben. Du kannst euch das sagen, SCP, also kopiere das mal ganz woanders hin, auf die 192.168.50.51. Das ist nämlich meine neue Kiste. Darauf wird es hinlaufen. Jetzt guck mal, was hier passiert. Das ist der alte da oben. Den machen wir mal zu. Das ist der neue. So. Ah, da haben wir schon mal angelegt. Und jetzt gehe ich her, mache mal ein SCP und bam. Ah, okay. SCP ist okay. Irgendwie haben wir den Key verhauen. So, dann machen wir das gerade nochmal. Ich hatte da rumgeklustert und so Späße. Ach, leck mich doch am Arsch. SSH 192.168.50. Ich glaube, ich habe da ein Ding draus gemacht, eine REPL-sichere Config neulich. Nee, also irgendwie das hat nicht geklappt hier. Zack. Das kann eigentlich gar nicht sein, wenn die im Cluster sind, fällt mir gerade so auf. Ist egal. So.
dann taucht hier sofort diese Config auf, 1:1, da ist er. Und um das Ganze jetzt produktiv zu machen, müsste ich eigentlich nichts anderes machen, damit die Datastores auch passen dazu, und gehe auf der neuen Maschine her und nehme jetzt diese 200 Disk 0 und sage hier ZFS Rename, zack, von Repl nach Data. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wenn ich jetzt in der Hektik nicht alles verkehrt gemacht habe, ja, die hier muss weg. Ja, da hinten pustet schon. Nee, warte mal, das wollen wir hier weg, Dtash. Die Platte haben wir nicht. Und die haben jetzt live geschaltet und dann machen wir hier noch die Netzwerkkarte, damit es hier keinen IP-Adressenkonflikt gibt. Disconnect. Und haben jetzt einfach mal hier rüber gefahren. Und den Spaß mache ich mir gleich noch. Sofern ich da nicht noch irgendwelche ISO-Images drin habe, die fehlen. Ja, das passt dann nicht ganz. Wir gucken mal. Local ZFS, VM Disks. Doch, 200 Disk 0, da ist er. Das passt. Ah ja, nee, das hat einfach nur ein bisschen Geduld. Das ist ja so gar nicht meins. So, warum ist der Kack so lahm? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber VM fährt schon mal. Können Sie mal einfach mal direkt auf dem einloggen? Wie gesagt, weil ich den Cluster weggehauen habe. Der war ja nur für die Demo gewesen. Wir verbinden uns direkt drauf. So, hier kann man es jetzt hoffentlich gleich mal sehen. Kriegen wir jetzt ein Bild? Nee. Irgendwas habe ich mir hier mit dem Proxmox verhauen. Aber wie gesagt, das ist gerade eine Übernahmesituation. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der hochgefahren ist. Aber irgendwas habe ich mir gerade hier verkonfiguriert. Der Spaß dabei ist, ich breche das jetzt mal ab, der Spaß ist ganz einfach. Ich müsste nichts anderes machen, als hier alle VMs runterzufahren am Ende. Und dann gehe ich her und führe hier mein Replikationsskript nochmal aus. Haben wir es noch offen irgendwo? Den hat man neu gebootet seitdem, ne? Nö. Dann führen wir das nochmal auf. Zack. Und dann zieht er sich die ganze Scheiße nochmal rein. Und das ist schon wirklich geil. So. Warum er hier nichts anzeigt, weiß ich nicht. Wir gucken mal, ob wir noch Chat haben. Da muss ich nachher mal gucken, aber eigentlich ist nicht wichtig. Bam in your face, genau, schreibt der Christian. Aber das ist eigentlich alles. Das ist so grob der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und da geht natürlich noch unendlich viel mehr. Du kannst schieben, ziehen, klonen, mounten. Du kannst die Windows-Platten und der Proxmox direkt mounten, ohne das Ding hochzufahren, Daten rausziehen, Daten kopieren, du kannst vergleichen. Was wir hier schon gemacht haben, ist komplett verschlüsselte Maschinen zu klonen, den unverschlüsselte Version live zu nehmen, die andere zu booten, die verschlüsselte Version mit Virenscannern zu scannen, mit dem Live-Betrieb wieder zu vergleichen. Das alles ohne jegliche Kopiererei, ohne Wartezeit. Das ist so geil. Und deswegen kann ich mir es hier als kleine IT-Dienstleister leisten, abends hier so eine Sendung zu machen. So. Fragen und Antworten. cloudisböse.de buchen. Wichtig. Heute noch, sonst zu spät. Erstes Mal reiner ZFS-Workshop. Nur Kommandozeile. Fast nur Anwendungsbeispiele, nur Praxisbeispiele, Tuning. Das volle Programm. Also für absolute ZFS-Liebhaber. So. Ich bin ja auch ein Held, habe ich mir jetzt dieses Knäuel nochmal gezogen. Ja, was jetzt natürlich passiert ist, dass er sich nochmal komplett die Windows-Maschine hier reinfährt, weil ich die ja umkopiert habe. Die sollten wir jetzt natürlich wieder zurückkopieren. Und das ist halt auch geil. Wenn du hier guckst, hatte die ja unter Data schon kopiert. Und dementsprechend hat er jetzt angefangen, sich das da unten nochmal zu ziehen, die 200 Disk 0, die fehlt ja hier. Aber mit dem Rename-Befehl geht es natürlich auch wieder sofort wieder von Data nach Repl. Repl bekommt keine Autosnapshots. Und wenn der Autosnapshot jetzt zugeschlagen hätte in einer Minute, wäre die Replikation mal kurzfristig kaputt gewesen, weil die natürlich nicht hätte anfügen können, wenn das Ziel Snapshots hat, die auf der Quelle nicht vorhanden sind. Das funktioniert ja schnell. Guckt euch mal an, wie das hier flutscht. Das ist doch fantastisch. Genau. Die Kiste hier, die haben wir jetzt hier nochmal im Test. Da machen wir die Tage ein Video dazu, da freue ich mich schon drauf.
Da wird hier noch ein bisschen aufgeräumt, das wird hier noch ein bisschen schick gemacht. Vielleicht am Donnerstag könnte ich mir gut vorstellen, da habe ich auch schon einen Link, dann könntet ihr die bestellen. Und eine große Kiste haben wir auch, die geht leider schon am Mittwoch in Betrieb, die würden wir gerne demonstrieren, aber der Kunde hat mir gestattet, da auch mal nach Feierabend die neu zu booten, euch mal zu zeigen, wie das ausschaut. Supi schreibt, ja, mit ZFS ist man Herr seiner Daten, aber man muss es beherrschen. Ja, oder mich buchen, geht auch. Der Herr des ZFSs. Der Herr der Ringe. Christian, wie alt bist du? Ist doch egal, zähl meine Ringe. Jo, noch Fragen an? Haben wir heute Gäste gehabt? Wie viel haben wir denn heute gehabt eigentlich? Lass mal gucken. Ja, wieder die üblichen Verdächtigen, 50. Eine gute Zahl. Es sind nicht immer die gleichen 50, weil viele, die immer zugucken, was ich ja mal total geil finde. Also auch nochmal vielen Dank an die vielen Kanalmitglieder, die ihr hier an diesen grünen Symbolen hier erkennt. Also wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr euch quasi bekennt zu diesem Kanal. Gut, dann haben wir noch Kommentare. Sonst machen wir hier gleich mal zu. Fragen, Anregungen, Abregungen, Aufregungen, was ihr dazu habt. So. Erstmal Daumen hoch, schreibt der Likes, finde ich gut, vielen Dank. Jürgen Hemsig, leider zu spät. Frank Trevenskus, Werkzeuge zu besitzen heißt ja auch nicht, sie verwenden zu können. Keine Frage mehr, alles verstanden, Patrick. Wird gleich umgesetzt, so sieht's aus. Ja, Patrick, kannst ja morgen auch gerne dazukommen. Unbezahlt, klar. Dann haben wir, was haben wir noch Schönes? Ja. Also gerade nochmal zu dem Problem von eben, ich mache das mal nochmal ganz schnell. Super, kommt mal noch ein fetter TK-Server so wieder. Genau, ja, der kommt, genau von dem spreche ich gerade. Der ist schon im Betrieb, nur ich kann das nicht einfach verkaufen. Das wird getestet, das wird in Betrieb genommen, das wird wirklich komplett vorher getestet und dann erst werde ich das auf die Leute loslassen. Ich habe hier einen Ruf zu verlieren. Einen schlechten, aber einen Ruf. So. Also das mit dem Cluster mache ich hier nochmal ganz kurz blattgleich. Ach, jetzt zieht er sich natürlich nochmal den Klon als volle Disk. Ne? Das war ja auch klar gewesen. Also mir war das, hätte das klar sein müssen, dass er das tut. Also ZFS List, grep, Disk 9. Guck, den hatte er mir schon einmal kurz angebootet. Deswegen, also hast du gesehen, dass er wirklich gebootet hat, weil du hier Traffic hast. Wir machen jetzt mal Folgendes. Für die, die es interessiert, löse ich jetzt nochmal den Proxmox-Cluster auf. Das ist jetzt Bonus-Content. ZFS Destroy. So, falls da schon Autosnapshots sind, so. Disk 9, da weiß ich immer schon, das ist Klon, das benutze ich nicht für produktive Platten. So, damit ist das schon erledigt. Dann zieht er sich den auch nicht nochmal komplett. So, Cluster. PCT List. Das ist die Produktivkiste. Also, was wir jetzt auf die harte Tour machen, der hier soll jetzt nicht mehr im Cluster sein, der neue. Und der andere soll den Cluster behalten. Das war ja nur Demo gewesen. Gehst auf die Proxmox-Seite. Proxmox remove node without reinstalling. Ja, ich habe das noch vor, in Betrieb zu nehmen. Separate node without reinstalling. Da musst du aber aufpassen. Na, das war, glaube ich, schon die richtige Anleitung gewesen. Das wäre dann hier das mit dem Local Mode. Sucht man dann. Na, wo ist er denn? Da. Wenn ein Rechner im Cluster ist, was er ja hier ist, das hast du hier schön gesehen, ne? Wir sind hier beide, aber ist noch offen. Das ist jetzt der hier, der neue. Ist ein Cluster. So, also was wir machen, wir halten diese, genau, der Loft ist der neue, wir halten diese beiden hier an, PVE Cluster und CoreSync. Dann bringen wir den Proxmox in den lokalen Modus gleich. Ist jetzt gemeint, weil der andere ist ja noch an. Ach, mach nicht so lang. Auf dem zweiten, auf dem Live-System könnte ich es eigentlich schon mal versuchen. PVE Cluster Manager, Dell Node, PVE Loft.
Den habe ich vorhin in Single-Modus gesetzt. Mal gucken, ob er den weggekillt kriegt. Korosync musst du tierisch aufpassen, dass du nicht in einem PvE-Ordner bist, wenn du so Späße machst. So, jetzt setzen wir den in Local-Modus. Dann löschen wir hier die Korosync-Konfiguration. Löschen Prozesse und starten PvE-Cluster wieder. Korosync wird dann nicht mehr gebraucht. Gucken, ob das jetzt hier funktioniert hat. Das ist jetzt halt Bleeding Edge live. Ja, der hat noch keinen Bock, den wegzukillen. PvE-CM Status. Ja, der hat aber noch hier, guck, Activity blocked. Also der, ach, deswegen hat er auch nicht funktioniert, weil er wieder, okay, alles klar. Das wäre der Cluster. So, ja, jetzt wird es interessant. Jetzt ist ja der Cluster gebrochen, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Lass mal gucken, das ist schön, das ist eine schöne Situation. Der braucht hier wieder ewig. Soll mir recht sein. Der hat jetzt keine Mehrheit, weil es nur zwei waren. Also PvE Cluster Manager, expected, 1, geh nur von einem aus, hau die zweite Möhre weg. Und wenn er das nicht macht, hau ich den kompletten Cluster weg, weil ich ihn gar nicht brauche. Selbe Spiel wie auf der anderen Kiste. Der hat einen Log. Nee, da hat keinen Bock drauf hier irgendwie. Weil der vielleicht noch da ist. Ja. Das ist blöd, wenn die natürlich beide noch da sind. QM-List ist der mittlerweile schon wieder da. Ja, das hat geklappt. So wie es aussieht, sonst würde der mir das nicht auflisten. Ich würde mal den tatsächlich kurz mal runterfahren, damit er mal von der IP-Adresse weg wäre. Und wenn der jetzt keinen Bock hat, Killing Node 2, PvE-CM-Status, also das mochte der nicht, dass der da war gerade eben. Und jetzt kannst du wieder sehen, dass der jetzt quasi schon ein Cluster hat, aber er das einzige Mitglied im Cluster ist. Und das kannst du dir jetzt schön anschauen. Und wenn da irgendwas in die Hose geht, hast du immer noch dein ZFS, das ist ja das Schöne daran. Hoppla, 1, 2, 6, 8, 50, 100. Das ist jetzt Bonus-Content nochmal. Jetzt wirst du sehen, dass der PvE-Loft weg ist. Der ist auch nicht grün, wie man hier sieht. Der ist auch schon weg für ihn. Jetzt machst du hier PvE. Na, geh her. CT-ETC, PvE. So. CD-Notes. Da siehst du die beiden Ordner. Und ich mach's eigentlich mit Move, bevor ich irgendwas lösche, was noch irgendwie gut ist, mache ich das so rum und sage jetzt hier den PvE-Loft, das ist ja der neue, den will ich dann nicht mehr im Cluster haben, sondern ich hätte den ganz gerne irgendwie PvE-Loft. Ja, sicher mir den gerade mal weg. Und im selben Moment wirst du sehen, wie der hier beim Reload komplett verschwindet. Das ist eigentlich alles. Das heißt, die Maschine selber ist noch im Cluster, auch den könnte ich jetzt vom Cluster her zurücksetzen, wird sich aber nicht rentieren, weil ich im Endeffekt den ja abschalten werde. Das ist schon mal ganz nett, ne? Also da musst du keine Angst vor haben, das ist schon ziemlich cool. So. Christian K., machst aber mega Aufriss, um die VM-Maschinen-Container umzuziehen. Über PBS Backup Restore wäre das ein Drittel der Zeit erledigt. Ich könnte es auch mit der Live-Migration umziehen, aber ich habe hier eine Geschichte zu erzählen. Das mag ja jetzt für den Fall völlig over the top sein, aber die Leute wollen das sehen. Und mit dem Cluster hätten wir auch nicht gebraucht. Den Cluster hätten wir für die Live-Migration gebraucht, die übrigens nicht geklappt hat im Test. So, Christian, es geht in ZFS nicht um Backup. Jo. Christian K., primär doch um die Migration, Austausch der PvE, das war das Thema vom letzten Mal, ich sage, das ist gerade Bonus-Content. Likes. Wenn du mal eine Kiste mit 2 Terabyte hast, dauert ein Restore etwas länger. Genau, das ist ja genau das, worauf ich keinen Bock habe. Und es geht auf den Ausblick für den ZFS-Workshop und danke für den Bonus. Ich weiß, dass das den Patrick betroffen hat, der quält sich und der schlägt sich da wirklich schweinegut gerade bei dem, was er tut. Ist die Kiste eigentlich mittlerweile, irgendwie habe ich kein Bild mehr von dem Ding. Habe ich ihn getötet oder einfach nur kein Bild mehr? Das wäre doch interessant. Nee, ich habe kein Bild mehr. Irgendwie ist den VGA-Stecker. Ich habe den VGA-Stecker rausgezogen. So. Na? Gucken wir mal PvE-CM-Status. Nee, ist kein Cluster, QM-List.
ist wieder da, funktioniert. Also der ist jetzt auch tatsächlich kein Teil mehr vom Cluster und ich hätte eigentlich nur mal kurz Netzwerkkarte rausziehen können, um die zu trennen. Aber das Schöne ist, du kannst in Cluster gehen, du kannst auch wieder aus dem Cluster rausgehen und du kannst auch eine Kiste komplett neu installieren und gerade im Cluster hinzufügen und dem gleichen Namen bekommst du eine identische Konfiguration und musst den gar nicht mehr komplett neu konfigurieren, wenn du eine Kiste platt machst. Das wäre also durchaus im Rechenzentrum das Thema gewesen, diesen RAID 6 loszuwerden, neu zu installieren mit dem RAID 10, das Ding wieder zum Cluster hinzuzufügen und dann hätte ich meine komplette Config gehabt. Die VMs lagen eher auf allen Platten, ist schon nett. Also man kann da unfassbar viel machen und es spart unfassbar viel Zeit. Heute noch zwei, dann bin ich durch. Super. Und der Silver Server bereinigt wieder. Die Frage von Van Helsing ist noch, von Jürgen Helsing ist noch offen. Jürgen Helsing, Frage Jürgen Helsing. Sind noch Plätze für den Firmenworkshop ZFS frei? Ja, also frei schon. Ich meine, wenn ich da 100 Leute hätte, dann hätte ich da 25.000 Euro. Ich hätte da nichts dagegen. Nee, 25.000 Euro ist nicht ganz so viel. Also ich hätte viel Geld auf jeden Fall. Das ist, wäre schön, ne? Aber das wäre schön. Man bräuchte, also es kommen morgen 100 Leute bitte. Dann mache ich, wenn morgen 100 Leute kommen, mache ich nächsten zwei Wochen jeden Tag Sendung. 3 Stunden. Kein Problem. Nee, also ernsthaft ist, es funktioniert. Es hat sich so irgendwie eingebildet, dass immer so 15, 20 Leute kommen. Das ist viel Geld für uns. Das finanziert den ganzen Mist hier. Das hilft uns durch Corona. Alle profitieren davon, alle haben Spaß. Und dann hast du das auch gut mit den Fragen und auch mit dem Management in der Hand. Also das ist schon ein bisschen Arbeit außenrum. Du kannst davon ausgehen, Tag Workshop ist es effektiv, mindestens 2 Tage Arbeit. Aber trotzdem rentiert es sich und es macht mir einfach super viel Freude. Und wir werden immer besser. Und ich werde auch bald die neuen Workshops ankündigen. ESP Config wird kommen. Copano wird definitiv auch noch kommen. Genau, der große Backup-Trojaner-Sicher-Workshop wird wieder kommen. Der kam ja extrem gut an bei den Leuten. Und natürlich werden wir auch für den Sommer nochmal den klassischen Proxmox-Standard-Setup-Workshop anbieten, der immer irgendwie voll ist. Der ist irgendwie immer voll. Also alleine dieser Workshop hat es uns möglich gemacht, das komplette Lehrgeld, was ich hier gezahlt habe, wieder reinzuholen, es noch zu verbessern mit Sachen wie mit dem Zamba-Server, überlegt mal mit dem ZFS-Checkup-Script, die ganzen geilen Sachen, die wir hier machen, die Kohle hier wieder zurückzukriegen, die ich da wirklich versenkt habe. Ich hab nichts verdient in letzten paar Jahren, nichts. Und jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Geld da, wo wir mal was investieren können, wo wir mal umziehen können, wo wir mal hier die Kaution zahlen können, mal hier Technik kaufen können, mal eine Kamera, mal ein Objektiv. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich bin heilfroh, vielen Dank. Und ich glaube, alle, die schon mal so einen Workshop gemacht haben, für die gibt es auch keinen Weg zurück und den Weg gehen wir gemeinsam, versprochen. Und die können so oft kommen in den Workshop, bis sie es kapiert haben. Die können zum ersten Mal kommen, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, noch zum zehnten Mal. Ich mache das so lange, bis es alle praktisch im Einsatz haben und alle verstanden haben. So. Ausgerechnet morgen keine Zeit. Ja, da hast du Pech. Das ist schon eine Weile angekündigt. Also das ist wirklich nur mit diesen Workshops möglich. So, Like schreibt, Christian Zengel, kann der Zamba-Server auch AFP für Time Machine? Ja, ich bin nur meistens zu blöd, es einzurichten. Guckst du hier? Samba, also AFP nicht AFP. Time Machine geht mittlerweile über Samba. Samba, Mac, Time Machine. So. So schaut das. Das ist der Link. Ich poste den gerade mal hier in die Live-Show. Da wirst du abgeholt, wenn ich den Live-Link wieder finde. Da ist er. Und das sieht dann zum Schluss, sieht das so aus. Das sieht dann so aus. Z-Pool, oder bei Testpalm, so rum. So. So schaut das dann aus. Globals hast du hier diese ganzen Fruit-Einträge und so sieht das hier unten aus. Und dann kannst du da dein Spare-Image draufhauen, dass es funktioniert. So, Proxmox Cluster und Backup extern per Pull-Script. Du hast gerade den Zusammenhang, was der Patrick gerade noch wollte. Aber gut,
Ich sage schönen Dank. Wir haben eine lange Sendung gemacht heute, ne? Ich glaube, der Hund ist auch schon völlig entnervt. Jetzt geht's erstmal hart Gassi. Wir sehen uns. 100 Leute. 100 Leute morgen. 100 Leute sehen wir uns morgen beim Workshop ZFS hier im Detail für die kompletten Grundlagen. Und wenn du, das ist genau das Richtige für Admins, die Herr der Lage sein wollen, und auch für Systemintegratoren. Studenten und Schüler, 3 Plätze hätte ich, mir schreiben, aber danach bitte den Nachweis. Daumen hoch für die Sendung, fände ich super nett, hilft uns weiter, wenn wir mehr gesehen. 25 Daumen haben wir schon hoch, das ist aber ordentlich für die Anzahl der Zuschauer. Und kann man da noch teilnehmen? Ja, wie gesagt, es gibt, wie nett schreibt, gehst auf cloudisböse.de, buchst dir mit PayPal, also für morgen wäre es das hier, oder schickst eine Mail an christian@sysops.de. Das ist dieser Grundlagen-Workshop. Da geht es viel um die Kommandozeile. Und hier in 2 Wochen ZFS für Firmen, da geht es dann wirklich um die Anwendung, um die Konvertierung, Bereitstellung von Daten. Steht aber hier auch nochmal alles dabei. Wenn wir auch nochmal ein Video machen, klar, ist das eine gute Werbung. Aber auch natürlich ein schönes Thema, wenn ich mal wieder so auf den letzten Drücker in die Sendung komme. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ja, klar, brauche ich lange nachdenken. Machen wir ein schönes Thema bei ZFS. Immer gefragt. So. Dankeschön, liebe Leute. Viel Spaß euch morgen. Danke an den Chat und an Christian Zengel. Schönen Abend, schreibt der Likes. Ich sage auch vielen Dank und wir sehen uns dann morgen hoffentlich im Workshop und sage mit einem debilen Grinsen, schönen Abend bei Flogger Logic, SysOps TV, präsentiert von ServerShop24, Thomas Krenn und